Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deinen Energien im April 2021. Wir wollen doch mal sehen, was dich als Löwe so erwartet. Was du annehmen darfst, hoppala, sehen solltest oder auch nicht. Was so los ist in deiner Welt, schauen wir mal, lieber Löwe. Also ich muss jetzt hier absichtlich nochmal mischen, weil... Das glaubt mir das kein Mensch. Ich habe nämlich jetzt 3 Legungen. Und immer wieder so ein kleines Ausschnitt des Bildes, was immer gleich war. Und darum will ich das jetzt absichtlich. So, jetzt ab. Hier haben wir deine Hauptenergie. Ist daher. Sie wollte sich nicht umdrehen, also lassen wir sie legen. So, Hauptenergie. Und nun für dich. Also. Wir haben Musik, Spaß und Spiel, trotz Unordnung und trotz Mutlosigkeit, weil du Hilfe bekommst. Sehr schön. Ach, ich muss das jetzt gleich wieder richtig legen, sonst siehst du mir das ja alles nicht. So. Kummer und Schmerz. Die Mutter kann deine Mutter sein, muss aber nicht. Also kann deine Mutter sein, eine ältere Frau in deiner Umgebung oder eben auch die Mutterenergie. Das werden wir vielleicht rausfinden, obwohl rausfinden durch diese Allgemeinlebung nicht. Die musst du halt so sehen, wie es für dich passend stimmiger ist. Ob es jetzt deine Mutter ist, eine ältere Dame, die in deiner Umgebung ist, oder eben die Energie. Hier ist die Einschränkung des Feierns. Hier ist es so. Unordnung im Hier und Jetzt. Mutlosigkeit wegen Blockaden und du erwartest aber Hilfe. Okay, jetzt kann ich gleich sehen, ob du alles siehst, von oben und unten. Fast, das ein bisschen rauf, dann geht das besser. Na komm, jetzt. So. Ja, jetzt siehst du das. So. Dann haben wir Verlust der Kummer und Sorgen und Verlust der Einschränkung. Sehr schön. Und dann haben wir hier mit der Mutter oder mit der Person schöne Dinge erleben. Und hier kommt auch dein Sohn, muss kein Sohn sein, kann auch eine Tochter sein. Oder eben auch ein jüngerer Freund, wenn du beides nicht hast. Nachricht. Unbekanntes. Vorbei. Du lernst mit dem Neuanfang und auch Lösungen. Haben wir einen Freund. Ach Quatsch, Schuld. Wie komme ich denn auf den Freund? Keine Ahnung. Schuld, Vertrauen, schlechte Gefühle und die Gefahr. Okay. Ah, du verlierst schon mal, dass Schuld wiederkehrt. Siehst du? Das darfst du schon verlieren. Das ist schon mal sehr schön. Du verlierst die Einschränkung der Entscheidung und du kriegst hier Nachrichten. Da, das meinte ich. Hier, diese Gruppe Menschen lagen mir jetzt in allen. Darum habe ich extra nochmal gemischt. Denn die sind Hilfe im Hier und Jetzt. Es wäre jetzt für mich sehr suspekt, wenn das bei dir nicht so wäre. Jetzt wollte ich nochmal mischen hier. Hier ist ein Kampf. Hier ist deine Familie. Hier ist Reichtum. Und das Reichtum lag die ganze Zeit bei den Gruppen von Menschen. Auch bei allen 3 Legungen. Ob du es glaubst oder nicht. Es war so Gespräche. Und ich finde es... Also Reichtum, Gruppe von Menschen lag die ganze Zeit da. Bei allen Legungen bis jetzt. Also bin ich schon... sehr gespannt, was das ist. So, deine Hauptenergie ist großer Erfolg. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Mit Gefühlen. Und das sind richtige Gefühle, das heißt Gefühle, die du spürst, die in deinem Herzen entstehen. Mag es traurig sein oder Liebe sein. Also beides steht im Herzen. Also keine Emotion, sondern wirklich ein Gefühl. So. Hier am Anfang des Monats steht noch viel Kampf, der erstmal wiederkehrt, aber dann im Verlust geht, der viel Kummer und Schmerz bedeutet. Also hier, und das war auch schon in ganz vielen Legungen, dass hier wahnsinnig was blockiert wird und was richtig wehtut, was mutlos macht, also das lag die ganze Zeit drin. Wir entscheiden, jeder entscheidet für sich, was er macht. Hier sind Nachrichten. 21, 22, 23, die bis jetzt, ich sag mal, verniedlicht wurden, weil die liegen auf die Mäuse, also da wird es mal weniger. Das heißt, wir haben immer weniger Nachrichten. Oder wir bekommen immer, weil eine Einschränkung der Nachrichten, das ist eine Gefahr.
Oder dass du nicht mehr hinschauen willst, kann auch sein. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier immer ein Widerspruch, weil wir haben ja immer Blockaden, also nicht nur bei dir, sondern auch in den anderen. Wir haben immer Blockaden und trotzdem Begegnungen. Also immer sehr viel Kummer und trotzdem schöne Dinge erleben. Das wird immer gut. Und du liegst ja eh schon auf den großen Erfolg. Das ist sehr, sehr, sehr interessant diesen Monat. Also wirklich sehr interessant. Und immer Hilfe. Und auch hier diese Gruppe von Menschen, wo waren sie hier? Die auf jeden Fall Reichtum bringen. Und die bringen Wiederkehrendes heim. Und das, was du nicht gewusst, nicht gesehen hast, bringen sie dir mit Leidenschaft und einem großen Reichtum in die Familie. Also die helfen wirklich. Hier und jetzt Mutter, Begegnung, Treffen, Einschränkung, wiederkehrend. Hier kehren sie wieder und dann kommt Bewegung in die ganze Sache und dann kommt die Gruppe Menschen. Die liegt auf die Füchse drauf. Das heißt aber in dem Fall nicht, dass die verkehrt sind oder dass das Lügen oder Falschheit ist, sondern die meines Erachtens zeigen sie dir diese Lügen. Weil das jetzt, es ist die vierte Legung. Und die vierte Legung liegt diese Gruppe Menschen mit Reichtum zusammen und immer sehr positiv. Also hier passiert was. Und Gruppe Menschen sind mehr wie zwei und kann ein Verein sein, eine Partei sein, ein Zusammenschluss, ein Kegelclub, ein Motorradclub, Freundschaften, eine Clique, was Offizielles oder Inoffizielles. Also alles. Eine Gruppe Menschen kann alles sein. Keine Ahnung, wer es ist. Also ich will jetzt auch in dieser Legung probieren, rauszufinden, wer diese Gruppe Menschen sind, weil sie mir immer nicht gesagt wurde, ja, auch diesmal nicht. Sie bringen Gesundheit, sie bringen Freude, okay, dann wollen wir damit leben. Also, jetzt kommen wir mal zu dir. Also, Arbeit liegt hier. Also, das ist eigentlich auch die normale Arbeit deiner Tätigkeit, um Geld zu verdienen, gemeint. Wo du aber nicht, ja, da wird sich wahrscheinlich irgendwas ändern. Irgendwas ist hier unklar, obwohl du sehr Vertrauen hast, dass das alles gut wird. Es ist noch ein Kampf, aber es sollte gut auswerten. Dein Geld, da bist du sehr im Vertrauen. Du sagst zwar hier, na gut, so viel wird es nicht mehr sein. Die Erwartung, die du das jetzt hattest, ist vorbei. Das heißt aber nicht, dass du da wenig bekommst, sondern du weißt es nicht genau und erwartest aber trotzdem schöne Dinge. Ja, schlechte Gefühle, Schuld, Gefahr, das ist eben das, warum du sagst, okay, das viele ist vorbei. Muss aber nicht sein. So. Dann haben wir Liebe, die liegt hier. Hier, Musik, Spiel, Liebe. Also sehr viel Gefühle haben in diesem Monat für dich zu tun und du auf deinen großen Erfolg liegen auch schon Gefühle. Das heißt, du wirst diese Erfolge fühlen, wirklich fühlen und auch wirklich nicht im Feierlaus sein, sondern Grund zum Feiern haben. Natürlich eingeschränkt, weil hier noch alles Blödsinn ist, aber irgendwie hast du Grund zum Feiern. Finde ich sehr, sehr schön. Was haben wir? Ich hab auch dir zeigen, einen Spickzettel geschrieben, was ich alles angehen muss. Ich vergesse das sonst nämlich immer wieder. Wenn ich in meine Energien bin, dann erzähle ich und denk immer nicht dran, was ihr wissen wollt. So, dann haben wir Familie, genau, also viel Liebe. Viel Begegnungen in Sache Liebe, sehr viel Gefühl und großen Erfolg in Sache Liebe. Partnerschaft liegt hier, auch da ist Hilfe da. Da ist ein bisschen was in Unordnung. Du hast hier Mutter und Sohn liegen, kann natürlich Mutter und Tochter sein, es kann ältere Dame sein und ein Freund sein, also so wie du siehst, das ist auf jeden Fall entweder deine Mutter, eine ältere Dame oder das mütterliche Prinzip, die Weisheit, die Weitsicht einer Mutter, die Liebe einer Mutter, die natürlich mit den Gefühlen sehr übereinstimmen muss, weil hier ist viel Kummer und Schmerz, das man verarbeiten muss und das mit diesen mütterlichen, weitsichtigen Gefühlen bringst du das hier schön wieder ins Vertrauen und auch bekommst du dazu auch Hilfe. Hier kommt das Familienvertrauen wieder. Also, finde ich schön. Dann haben wir Familie, die natürlich hier ist. Das ist ein kleines Umfeld, das komplett blockiert ist und sehr mutlos ist, weil die nicht weiß, was sie denken soll. Also, deine kleine Familie plus dein Umfeld ist so. Deine Familie an sich ist... du weißt eine Lösung für deine Familie und das sagt das hier schon. Es ist vorbei. Also, die Erwartungen von dem ganzen Quatsch her, es ist vorbei.
weil du hast hier Hilfe und du weißt eine Lösung für deine Familie. Sehr schön. Also momentan, gleich am Anfang, dürfte noch alles blockiert sein, weil hier viel, viel, wie in die anderen Dinge, und viel Schuld, Kummer und Sorgen liegt. Also richtig, richtig böse und richtig Kampf. Aber du kannst da sehr, sehr, sehr gut helfen. Und das lag vorhin auch schon im Steinbock, dass der helfen kann. Und jetzt wieder, also ich denke, alle, die hier das sehen und mit dem konform geben, wissen schon ein bisschen mehr, sage ich jetzt einfach, oder denken oder glauben ein bisschen mehr wie die Familie im weitesten Sinne und können da im Endeffekt wirklich sehr gut helfen. Und ganz ehrlich, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dafür, genau dafür sind wir jetzt da. Das ist jetzt wichtig, das ist unsere Aufgabe im Hier und Jetzt. Anderen zu helfen, nicht zu schimpfen, nicht zu sagen, ich habe das ja gesagt oder, sondern wirklich mit Liebe und Gefühl zu helfen. Gut, Familie Hammer, da hast du eine Lösung. Hobby ist das, was du gerne tust. Aha, der ging in Verlust, weil hier wirklich Schuld, Kummer, Schmerzen ist, ist aber wiederkehrend. Momentan jetzt noch nicht so, wie du willst, aber du kannst hier schon verbeiern, denn der Kampf geht im Verlust, du feierst, dann ist es endlich vorbei. Also auch das sollte sich im Laufe des Monats auflösen, weil hier wirklich heißt, wir haben wieder schöne Dinge, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie das genau läuft. Wir vertrauen und vertrauen vor allem der Familie, das heißt dem Kleinen, nicht mehr so des ganz Großen, finde ich gut. Hobby, genau. Also du machst irgendein Hobby mit anderen Menschen. Und da bekommst du dann auch Nachricht, dass es dass Lösungen gibt, wie man das jetzt wieder in schöne Dinge verwandeln kann, im Hier und Jetzt. Auch gut. Dann haben wir Tiere. Falls du Tiere hast, weil hier liegt eine Gruppe von Menschen, das heißt eine Gruppe von Tieren. Also hast du wahrscheinlich mehr Tiere, also oder einige von euch haben mehr Tiere oder ein muss eins. Die sind aber sehr, müssten sehr, sollten sehr gesellige Tiere sein, sehr liebe Tiere, die sehr anhänglich sind, und immer gleich merken, was Sache ist. Das heißt, wenn du traurig bist, kommen die auch gleich. Also das ist so, eure Tiere, wenn du hast, denen geht es aber auch gut. Die merken zwar diesen ganzen Blödsinn hier, nehmen diese Gefühle auch an, aber sie dürfen sie auch heuer wieder loslassen und dann sind sie auch bei ihm vorbei. Bei den Tieren geht das Loslassen immer einfacher. Und dann haben wir, was haben wir noch? Freunde habe ich noch, genau. Hier und jetzt. Da, hier liegt Freunde, das habe ich die Öffentlichkeit im weitesten Sinne. Natürlich auch da Freunde, also manche sind blockiert, die anderen sind schon, nein, die sind auch in Unordnung, aber die sind schon im Neuanfang. Also die wissen zwar noch nicht genau wohin, aber sind, du hast zwei verschiedene Lager. Du hast Lager, die komplett blockiert sind, die überhaupt nichts wissen, die jetzt wirklich in ein Loch fallen und du hast ein Lager, was hier schon mehr weiß und da auch schon helfen kann. Weil hier ist so wie in den, ich glaube, von drei, zwei anderen richtig, richtig böses Kummer. Also hier richtig Kummer. Kampf, Schuld, Kummer, Schmerz. Also du weißt nicht, wo es herkommt, es wird alles blockiert, es ist richtig, richtig böse hier am Anfang des Monats. Aber du hast großen Erfolg mit deinem Tun, mit deinem Gefühl und kannst dir wirklich deiner Familie helfen. Und bei dir ist es ja, auch, dass hier auch Freunde sind, die in Unordnung sind, die aber noch nicht ganz so in Unordnung sind. Familie ist schlimmer. Da kannst du auch helfen und die helfen dann wiederum dir und ihren Lieben. Ich bin wirklich gespannt, was hier passiert im April. Die Legungen sind so sehr gleich. Immer ganz viel Kummer. Ich bin gespannt. Du schaffst das, du hast das Gefühl und du bist so ein, sagen wir mal, Leittier. Aber bitte ohne, du musst, du sollst oder sonst irgendwas, ich habe es dir ja gesagt, sondern mit Gefühl. Die anderen, deine Familie vor allem, annehmen, so wie sie gedacht und gelebt haben. Alles war gut. Sie wussten es nicht anders. Sie konnten auch gar nicht anders. Jetzt dürfen sie in Liebe wieder da sein. Also keine Vorwürfe, sonst irgendwas. Und auch nicht, du musst jetzt anders denken. Nein, die müssen gar nichts. Sie müssen nur mit Gefühl dorthin geführt werden. Die müssen das alleine tun. Nicht vergessen, nur jeder kann sich selbst sein Leben gestalten. Du kannst nur helfen, indem du Richtungen zeigst, indem du Energien zeigst, indem du das Schöne zeigst. Machen müssen sie es alleine. Auch dir, liebe Löwe, viel, viel Glück. Tschüss.